Wir befinden uns in Ostfildernellingen in der Ludwig-Jahn-Straße. Gemeldet wurde der Feuerwehr ein Verkehrsunfall, PKW gegen LKW. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte gab es folgende Situation. Auf dem Sattelzug, beladen mit Betonteilen, war ein Smart aufgefahren. Der Fahrer des Smart war schwer in sein Fahrzeug eingeklemmt. Der LKW-Fahrer war ausgestiegen, hat es abgesichert und Ersthelfer haben die Versorgung von dem Smart-Fahrer übernommen. Wir haben dann umgehend Zugang geschaffen, haben erkundet, wie weit die Person ansprechbar war. Als die Feuerwehr kam, war sie noch ansprechbar. Der Zustand ist aber zunehmend schlechter geworden. Der Rettungsdienst traf dann ein, hat die Erstversorgung übernommen. Die Feuerwehr hat dann die technische Rettung vorbereitet. Da der Zustand sich weiter verschlechtert hat, entschloss die Notärztin dann eine Crashrettung durchzuführen. Das heißt, die Fahrertüre mit hydraulischer Spreizer geöffnet und die Person wurde dann mittels Rettungsbrett aus dem Fahrzeug gehoben. Der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Ja, wir waren beim Eintreffen natürlich uns schon darüber im Klaren, dass die Rettung des Patienten aus dem Fahrzeug einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir haben deshalb einen Rettungshubschrauber angefordert, um ihn dann nach der Befreiung und der Versorgung in unserem Rettungswagen schnell in eine Klinik nach Stuttgart fliegen zu können. Ja, diese schweren Verkehrsunfälle, Frontalzusammenstöße, denkt man eher auf die normalen Situationen, Landstraße. In der Nebenstraße ist es eher selten.